Die Passauer Wasserwacht auf dem Weg durch die überfluteten Gassen der Altstadt. Ausschau halten nach möglichen Fahrgästen. Dadurch, dass viele Personen eben noch in die Häuser drin, ja, auch über die Nacht drin bleiben haben, dass sie sich Verpflegung kaufen können, dass sie zum Einkaufen gehen können, holen wir es ab und bringen wir es wieder zurück. Ansonsten, wie gesagt, müssten sie ja bei Verwandten schlupfen. Hallo, Herr. Immer wieder nutzen Anwohner den Service, um trockenen Fußes zum Ziel zu kommen. Für die meisten eine gewohnte Situation. Ich kenne das. Ich habe das Haus seit über 20 Jahren hier und ich habe 2002 das erste Hochwasser mitgemacht und 2013 das zweite und jetzt das dritte. Also das ist jetzt nichts Neues. Die Pegelstände sind in der Nacht auf Dienstag um über einen Meter gesunken. Trotzdem steht in den donaunahen Gassen aktuell noch das Wasser. Die Passauer Altstadt liegt als Halbinsel zwischen Donau und Inn. Hier Hochwasserschutzanlagen zu bauen, bleibt schwierig und umstritten. Aktuell läuft ein Planfeststellungsverfahren mit den entsprechenden Einsprüchen. Naja, ich weiß nicht, ob mein Nachfolger dann irgendwann hier mal einen mobilen Hochwasserschutz erleben wird. Und solange das weiter diskutiert wird, sind Feuerwehrmann Oliver Färber und seine Kollegen der Wasserwacht wohl auch bei zukünftigen Hochwassern mit ihren Booten zur Stelle. Eindrücke aus Passau. Und jetzt schauen wir rund 100 Kilometer die Donau flussaufwärts nach Regensburg. Dort bin ich mit unserer Reporterin Corinna Ballweg verbunden. Corinna, seit Tagen zittern die Menschen in Regensburg, ob die mobilen Hochwasserschutzwände dem Wasserdruck standhalten. Wie schaut's aktuell aus? Ja, das tun sie glücklicherweise, die mobilen Hochwasserschutzwände hier direkt hinter mir. Und das trotz des sehr durchweichten Bodens da momentan. Es ist nach wie vor eine recht wackelige Angelegenheit. Aber die Einsatzkräfte haben sich weiterhin entschieden, da Stabilität reinzubringen. Sie haben sich jetzt entschieden, dass sie das Wasser, das eh durch die Ritzen durchkommt, von der Donauseite her, das kontrolliert da durchzulassen, einen gewissen Pegel auf der anderen Seite zu halten, um eine Art Druckausgleich zu schaffen, da nicht mehr so viel zurückzupumpen. Und das bringt einfach Stabilität in die ganze Sache. Du hast den aufgeweichten Boden angesprochen. Welche Probleme macht denn das? Ja, es gab zwei Schiffe, da gab es Probleme. Die waren nämlich festgemacht an diesem durchweichten Boden da, an diesem Ufer. Und da hat man gedacht, die könnten eventuell da losgerissen werden an diesem durchweichten Boden. Und deswegen hat man sich entschieden, die an einen sichereren Ort zu bringen, an eine sicherere Anlegestelle. Man hatte keine andere Möglichkeit, Kapitäne an diese Schiffe zu bringen. Und deswegen hat man einen Helikopter geholt. Die Kapitäne wurden dann mit einer Seilwinde aus der Luft nach unten auf die Schiffe gebracht. Und die haben dann die Schiffe weiter oben an die Donau manövriert, ca. 100 Meter flussaufwärts, und da liegen sie jetzt sicher. Corinna, wie blickt man denn in die nächsten Tage in Regensburg? Also klar ist, dass der Pegel heute noch weiter recht oben bleiben wird. Das heißt, weiter deutlich über der Meldestufe 4, der höchsten Stufe. In der Nacht sollen die Pegel so langsam ein wenig sinken und morgen sollen sie dann stärker sinken. In der Nacht zum Freitag, da könnte die Meldestufe 4 dann sogar unterschritten werden, das sagen die Prognosen bislang. Und da ist dann wirklich größeres Aufatmen angesagt. Und wir drücken weiter die Daumen. Ganz herzlichen Dank, Corinna Ballweg, nach Regensburg.